Nein, ihr habt mich gekillt. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video in Big Paintball in Roblox. Ja, ich spiele Big Paintball. Ja, ihr seht es richtig. Ich habe da schon ein bisschen gespielt. Ich habe mir schon ein paar Waffen gekauft. Meine beste von der Liste aufgelistet ist die Ballonpistole, aber schon mal jetzt die Narbe, und zwar die goldene Scar. Die ist sehr berühmt und ja, viele sagen, das ist die beste, wenn sie ihn noch nicht haben, aber das ist wirklich nicht die beste, Leute. Die Minigun ist auch jetzt nicht die beste, weil sie schießt jetzt, du kannst nach oben zielen, aber dann fällt sie in einer Sekunde, dann fällt der Schuss in einer Sekunde wieder runter. Deswegen spiele ich nicht so mit den Waffen. Aber mein Ziel ist es, in all den Folgen, wo ich Big Paintball aufnehme, alle Waffen zu bekommen. Das versuche ich jetzt nicht im ganzen Video, sondern das teile ich in mehreren Videos auf. Und ja, falls ihr wissen wollt, falls ihr spielen wollt und wissen wollt, wie es heißt Big Paintball. Ja, hier geht es darum, Waffen zu sammeln und Kills zu holen. Es gibt nicht nur eine Map, sondern mehrere. Es gibt Teams, es gibt jeder gegen jeden. Ich bin jetzt nicht so gut, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Aber ich kenne es noch. Ja, hier ist eine Sentry, die kann ich platzieren und die hilft mir, Gegner abzuschießen. Ich kann auch Drohnen und Radar platzieren und Radar zeigt mir an, wo Gegner sind. Da steht, drücke Z, um Radar anzumachen, aber wenn ihr auf PC spielt und ja, dann müsst ihr eigentlich auf Y drücken, weil auf Z geht's irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. So, da. Ja. Es gibt auch eine Atombombe. Ich habe sie zweimal gezündet. Einmal habe ich sie gezündet und die wurde erst gezündet, als das Match zu Ende war. Und ja, da habe ich wenig Kills gemacht. Aber ich habe sie einmal gezündet, hat's alle getroffen. Ich empfehle euch, die Atombombe, also die Nuke, nur zu zünden, wenn ihr jeder gegen jeden spielt. Weil bei Teams triffst du halt weniger, weil dein Team kannst ja nicht töten. Mein Sentry schießt von alleine so. Und meine Drohne, wenn ich gestorben bin, stirbt sie auch. Also dann geht sie auch kaputt. Ja, und das war's eigentlich mit dem Video. Also, ja. Ich spiele hier noch ein paar Runden. Und, ja. Falls ihr wissen wollt, ob Roblox gratis ist oder so. Ja, es ist gratis. Und, ja. Ich bin jetzt nicht so gut. Habe ich schon erwähnt. Weil ich schon lange nicht mehr spiele. Und zwar wirklich lange nicht mehr. Das Spiel ist fast wie Arsenal. Nur bei Arsenal wechselst du Waffen. Hier kannst du nicht mit jedem Kill Waffen wechseln. Ja. Ich hole mir jetzt mal eine andere Waffe, damit ihr seht, wie sie schießt. Zum Beispiel die Minigun. Das meine ich. Wenn einmal schießt, dann fällt sie direkt runter, der Schuss. Also ich kann jetzt so nicht gut treffen, aber manche können es halt gut. Ich bin so einer, der es nicht kann. Und ja, ich nehme mal die Spee. Und wenn ihr die Spee nehmt, also wenn ihr eine Sniper wollt, dann nehmt die Spee anstatt die Scharf. Weil die Spee kostet weniger und ist genauso wie die Scharf. Da. Ich zeig's euch. Seht ihr? So. Zielen. Gut treffen. Und jetzt mit der Scharf ist das Gleiche. Ist das völlig das Gleiche. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber mein Ziel ist es wenigstens, diese Elite-Scharf zu bekommen.
Das ist auf jeden Fall mega schwer, weil sie kostet 2 Millionen, wenn man es kurz machen möchte, 725 Robux. Und ja, ich nehme mal die Tommy. Allerdings müsst ihr da mehrmals klicken, weil sie nur 4 Schüsse oder so hintereinander schießen. Dann müsst ihr nochmal klicken. Ja, und das war's eigentlich auch. Was es mit dem Spiel ist. Es gibt hier eine Waffe, die ist gratis. Die ist halt nicht anders wie die normale, nur sie hat eine Animation. Da freest der Gegner ein. Also da, ja. Da oben ist einer, ja. Ja, 2 Leute gekillt auf einmal. Das war ja mal ein Klacks. Alter, wieso spiele ich überhaupt mit der Free-Waffe? Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall werde ich sie gleich wechseln. Ja, getroffen. Wieso? Weiß ich auch nicht. Nein, er hat mich gekillt. Ja, die Waffe will ich mir auch noch holen. 75.000. Ein Klacks. Ja, muss ich noch ein bisschen sparen. Aber ein Klacks immer noch. Da hinten. Easy. So. Da vorne. Der Fuchs. Geschnappt. Da hinten die Sentry. Nicht geschnappt. Das war ein Hacker. Der kann doch nicht einfach durch die Wände schießen. Faul. Ja. Da. Das kann nicht sein. Wieso werde ich von hinten immer abgeschossen? Alter, ne. Ne, so spiel ich nicht. Ja, da hinten, dich krieg ich noch, ja, dich habe ich, ganz einfach, da hinten ist noch eine Sentry, oder nicht, nein, da hinten treffe ich die Sentry, ich treff sie, Alter, treff ich sie, ich hab sie kaputt gemacht, ist es eigentlich zu fassen, nee, für mich nicht, das ist unmöglich. Ja, da hinten. Ja. Ich gebe euch einen Tipp. Die Sentries können nicht nach oben schießen. Also stellt euch, wenn möglich, über sie. Schau! Nein. Sie ist gestorben, hat mich gekillt. Leute, kann das sein? 3 Sentries hintereinander. Ja, wow. Ja, moin. Hat uns viel Geld gebracht. Ja, was willst du denn da? Die Sentries haben eine sehr weite Reichweite, also nicht so denken, oh ja, die kann ja nicht abschießen. Ja, denn das kann sie immer. Da hinten. Warte. Ne. Ich. Ah, ne, ich weiß nicht. Schade. Nein, Alter. Aber es muss. Oh, Junge. Es ist einfach so fies. Mann. Junge. Alter. Ja, komm schon. Ja, ich hab dich. Kleiner Fuchs nehmen wir auch noch mit. Ja, haben wir. Easy. Ja. Komm. Fuchs wieder. Oh. Alter, nein, Leute. Wieso bin ich so schlecht? Erklär's mir mal. Wenn ich noch einmal sterbe, nehme ich die Ballonpistole. Die ist mega nice. Ja. Headshot, Junge. Headshot. So, Sentry platzieren. Pium. Ja, tot. Wieso habe ich Geld bekommen? Weiß auch nicht. Ja, okay, jetzt nehme ich die Ballonwaffe. Das ist eigentlich wie eine normale Pistole. Nur, wenn du sie killst, dann fliegt der Gegner mit dem Ballon in die Luft. Warte, da seht ihr es. Warte. Ja, da fliegt er hoch. Bye, bye. Ja, das ist es auch. Ja, da fliegt er nochmal hoch. Und ja, da hinten ist noch was. Warte, da hinten treffe ich den. Was? Fast. Nein, er wurde mir geklaut. Was denn aber auch sonst? Leute, das ist nicht zu fassen. Ein Skandal. Oh Mann. Ja, dich habe ich aber noch. Ja, wieso muss sie mich immer killen? Die stirbt doch immer als erstes. Hackerin. Einfach nur Hackerin.
Ja. So. Ja, mit der Waffe ist unmöglich. Mal sehen, ob ich mir hier noch eine Waffe holen kann. Oh, 100.000, die bin ich knapp. Würde die da... Ne, das wird ja noch teurer. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingswaffe ist. Ich habe noch nie mit ihr gespielt, aber eigentlich ist meine Lieblingswaffe, denke ich, ist meine Lieblingswaffe die Elite Scharf. Weil die sieht schon krass aus wie ein Sniper. Mega krass. Wieso kann ich mich nicht bereit machen? Ah, Match Stände. 8.100 Geld in ein Match. Klacks, Leute, klacks, Leute. So, ich würde sagen, das war's mit einer Runde Big Paintball. Schreibt es in die Kommentare, bewertet das Video. Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn ihr noch mehr davon wollt. Haut rein, Leute, und ciao.